erster Gast heute Abend, Schriftsteller, Regisseur, weltweit über 40 Millionen verkaufte Bücher. Das ist sein neuestes Werk, das dieses Jahr zur Frankfurter Buchmesse erschienen ist. Und was machen wir am Nachmittag? Herzlich willkommen, Efraim Kishon! Schön, dass wir Sie bei uns wieder mal zu Gast haben. Sie sind ja mal ein gern gesehener Gast. Und heute Nachmittag, als ich Ihr Buch lesen wollte, haben es mir die Mitarbeiter aus den Händen gerissen. Haben gesagt, es ist fantastisch, es ist großartig, es wird ein neuer Bestseller. Was machen wir am Nachmittag Satirisches über ein kleines Land? Und ich, der das Buch erst heute Nacht in einem Zug durchlesen kann, ich gehe nicht falsch in den Arme, es handelt sich um Israel. Es handelt sich um Israeler, ja, wie wir alle, ja. Also über Menschen ist es geschrieben. Es ist eigentlich ein Buch, welcher beweist, dass Israel ist nicht etwas Besonderes. Ja, da leben nicht nur Helden, nicht nur Gangsters, sondern ganz einfache Steuerzahler. Ja. Aber das immerhin, Steuerzahler. Ja. Ja? Das heißt, was machen wir am Nachmittag? Worauf bezieht sich der Titel? Ja, das ist Geschichte, wenn mein Onkel Ego mich besucht hat von Amerika. Ja. Höflichkeitsbesuch und hat gesagt, er muss jetzt wieder sehen, was hat man die Juden hier gemacht. Ja. Ja, und dann, man muss ja wissen, wie Israel aussieht, ja, dieser kleine Punkt auf der Landkarte. Ich habe ihm gesagt, gut, morgen früh stehen wir auf und ich zeige dir das ganze Land. Aber was machen wir am Nachmittag? So ist das geboren. Ja, ist das wirklich so klein? Wie lange braucht man also jetzt ernsthaft, wenn man sozusagen, sagen wir, von Norden nach Süden der Länge nach Israel durchreisen will? Aber wenn Sie 2 Stunden lang fahren, dann kommen sie entweder zum Meer, das ist sehr angenehm, oder ja, in der Gefangenschaft von der Arabischen Legion. Also diese 2 Möglichkeiten existieren. Ist das denn, ich meine, Sie sagen das jetzt so mit Humor, aber wir verfolgen das ja nur in den Nachrichten und so weiter. Ist das denn immer noch so kritisch? Hat es Sie nicht ein bisschen entspannt? Man hat immer gedacht, durch die Verhandlungen in Amerika und so wäre doch zumindest ein Weg in die Zukunft beschritten. Was soll ich jetzt sagen? Ich verstehe. Ja, also ist es mal ein bisschen friedlicher geworden in Israel? Es ist immer sehr friedlich. Sie lesen es in der Zeitung und schauen Sie in der eigenen Fernsehstation an. Ja? Wir leben ebenso friedlich wie Sie. Ja? Ja, es ist so. Es gibt eine Berichterstattung, welche immer würde die Welt überzeugen, dass uns ist fortwährend Terror und Explosion. Nein. Ja. So ein ganz normales Land? Ein ganz normales Land, ein bisschen anders normal, aber wir sind... Die Israeler sind ein besonderes Volk, ja. Nicht, weil sie Juden sind, sondern weil sie sind kein Juden. Ja. Meine Söhne, ja, ja. Sie wissen nicht, dass sie Juden sind. Und, aber haben Sie schon besucht Israel? Nein, noch nicht. Also wir sind unglaublich höflich, sind wir zu Touristen. Ja? Ist das wirklich wahr? Ja, ja. Sie können, was ich erzähle Ihnen, ich stehle vom eigenen Buch. Ja? Sie können zum Beispiel jeden Fußgänger fragen in der Straße, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo ist der Boulevard, der Rothschild Boulevard? Ja. Ja? Er will antworten, ja, und geht weiter. Das haben Sie gefragt, ja? Ja, in etwa. Ja. Oder noch, es gibt eine noch höflicher gegen Touristen. Fragen Sie, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo ist der Rothschild Boulevard? Er fragt, welche Nummer? Sie sagen 27B. Ich weiß nicht, wo ist der Straße, sagt er. Ja, also sind ein besonderes Volk. Ja, also er sagt so, man kommt aber zumindest ins Gespräch. Ja? Ja. Und wenn Sie erzählt haben, Sie hatten Verwandtenbesuch aus Amerika, haben Sie das öfters, haben Sie gerne Gäste bei sich zu Hause? Nein. 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 Aber... Habe ich nicht gerne. Aber es lässt Sie nicht immer vermeiden? Nicht immer. Nicht immer. Aber noch einmal, ich habe ein Buch geschrieben über die witzige Seite von Israel. Die humorvolle Seite von Israel, wie es wirklich ist. Ja. Aber ich kann nicht reden wie jemand, der Israel noch nicht besucht hat. Wie ist ein Kulturmensch wirklich, Arad? Ich habe... Und das Heilige Land noch nicht besucht. Wissen Sie, wie wir Ihr Geld brauchen? Das ist...
Ja, aber das ist, also ich habe jetzt zwei große. Das erste muss ich noch nach Polen. Da bin ich auch schon lange eingeladen. Ja, ja. Schon seit letztem Jahr habe ich das zugesagt. Und Israel habe ich mir immer vorgenommen, weil ich habe mir gedacht, ich müsste mal am Roten Meer baden. Das soll so gut sein. Ja, für jede Art von Schwierigkeiten mit der Haut. Jetzt habe ich aber gelesen, das ist überhaupt nicht wahr. Das hat gar nichts damit zu tun. Man könnte sich auch zu Hause in der Badewanne in ganz normales Kochsalzwasser legen. Wissen Sie da was drüber? Ich habe darüber nicht gehört, aber ich kann Ihnen sagen, dass Sie, heute haben Sie der 101. 501. 501. Ja, 501. Also wenn Sie den 1000 erreicht haben, da gehen Sie tote Meer, ja. Ja, und dann kann man sich, dann legen sich viele dahin und da können Sie sterben. Ja. Ja. So sehen Sie eine Reise? Dann nennt man es tote Meer. Ja. Das Erstaunliche ist ja, dass Sie, obwohl Sie 40 Millionen Bücher verkauft haben und auch die eine oder andere Mark oder Dollar schon vielleicht doch verdient haben, noch immer für Ihr Publikum auf die große Lesereise gehen? Ja, ja, darum bin ich hier. Sie sind noch wirklich, wie viele Städte machen Sie das in Deutschland? Dieses Mal sehr wenig, vielleicht 10. Ja. Nicht mehr, ja, aber ich bin schon, wie soll ich sagen, ein bisschen allergisch geworden. Wo? Nicht so, dass diese Show ist für jedes Mal, wenn ich hier bin. Ich habe sie gerne, wissen Sie? Das höre ich gerne. Ja, das. Nein, wirklich. Es ist kein Kompliment. Er ist ein süßer Kerl. Oh, vielen Dank. Ja. Also, das ist das neue Buch. Was machen wir am Nachmittag? Jetzt haben Sie auch ein Theaterstück geschrieben. Sie haben viele Theaterstücke geschrieben, aber ein Theaterstück, das jetzt in Berlin zurzeit... Vor einer Woche. Ja, Premiere hatte. Premiere hatte. Waren Sie zufrieden mit der Premiere? Ich war sehr zufrieden. Und was mich ein bisschen besorgt, dass ich habe nur gute Kritiken bekommen. War das wirklich so, ja? Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Das heißt, die Kritiker haben kein Vertrauen, dass es ein Erfolg sein wird, ja? Weil wenn Sie glauben, es wird ein Erfolg, dann verreißen Sie das Stück. Aber wenn es so gut schreiben, das heißt, es wird nicht gehen. Ja. 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 Aber dieses Mal, es wird gehen. Es ist ein sehr eigenartiges Stück. Ich weiß nicht, haben Sie darüber gehört? Ich weiß, worum es geht in etwa. Es geht um... solche tägliche Thema ist es. Ja, es geht um Vaterschaft. Vaterschaftsprozess von Josef und Maria gegen Gott. Nein, weil der Sohn ist von Gott, ja. Wo soll er Alimente zahlen, ja? Das ist, ja. Und das ist eine Gerichtsverhandlung, ja, ja, mit einem Richter und Advokaten und der Josef und Maria und er ist auch der liebe Gott ist da natürlich als Antragsgegner. Ja, und da kommen die Zeuge auch, ja, der Engel Gabriel und dann der Heilige Geist ist auch persönlich erschienen. Und hier ist auch der Satan kommt und die zwei Evangelisten, Johannes und Lukas, ja. Auch ich habe sehr gut studiert, der neue Testament. Weil das Alte Testament kann ich fast auswendig und ich habe es jetzt so eine solche Mischung gemacht und ich muss Ihnen sagen, niemand war beleidigt von dem Stück. Das ist ja das Erstaunliche. Ja, es ist erstaunlich. Alle meine Freunde haben mich gewarnt, dass ich werde wie Rushdie, ja, erledigen. Und alle Kritiken haben bezeichnet, es ist unglaublich, dass dieses heikle Thema, ja, und niemand ist beleidigt. Das ist wirklich. Weil, wissen Sie, es ist so, man kann über religiöse Fragen schreiben mit einem maliziösen oder wie sagt man, mit schlechter Willen, ja, ja, wenn man will beleidigen, ja, Karikaturen machen. Ja. Aber ich will niemanden beleidigen, ich schreibe einen Teil von der jüdischen Geschichte. Ich komme von dort, von Nazareth, ja. Und wenn Sie mir erlauben, alle Teilnehmer meines Stücks sind Juden. Ja, es ist überraschend, ja. Ja, aber alle Evangelisten sind Juden, ja. Ja, und ich habe nicht so gefühlt, dass ich jemanden damit beleidigen kann. Und zum Beispiel, ich konnte nicht mehr für die Rolle Maria, eine Komikerin, ja, die machte hässlich. Ich habe die schönste Frau genommen. Wirklich die schönste, ja, Frau. Ja. An welchem Theater läuft das denn in Berlin? Die Tribüne, ein sehr renommierte, ja, Theater. Und Sie haben es auch selber inszeniert?
Natürlich. Ja, damit alles so auf der Bühne auch umgesetzt wird. Ja, es ist gar nicht anders sein, weil meine eigenen Stücke muss ich erst selbst inszenieren, weil ich umschreibe. Ja, ach so. Am Tag ich inszeniere, am Nacht schreibe ich wieder. Weil Sie sehen, ja, dass Sachen funktionieren, ja, auf der Bühne anders. Ja, natürlich. Bei einem Schreibtisch kann man kein Theaterstück schreiben. Und ich muss Ihnen eine Lobe sagen, ich habe schon die ganze Welt inszeniert, meine Stücke. Dieses Theater ist das liebesvollste und die beste, was ich gefunden habe. Und wenn dieses Stück nicht ein riesiger Erfolg sein wird, ja, wie sagt man es deutsch, ich esse meinen Hut oder wie sagt man? Ja, unter anderem, ja, ja, dann esse ich meinen Hut, eine Möglichkeit. Man sagt Hebräisch, nennen Sie mich Kugellager. Ja, ja, ich habe die Vorstellung sehr gerne, die Leute sehr gerne und Sie sehr gerne. Das ist sehr, sehr nett, da sage ich gleich nochmal. Am Nachmittag lesen Sie bitte in Zukunft das Buch. Und was machen wir am Nachmittag? Ephraim Kishon und abends ins Theater Tribüne in Berlin. Kann ich noch ein Wort zu finden? Bitte schön. Jetzt zeigt man Ihnen, dass der Zeit ist fort, ja? Ja, nein, wir müssen Werbung machen, Entschuldigung, das Geld. Das Geld. Ich wollte etwas Kurzes sagen. Ja, bitte. Ich wollte etwas Kurzes sagen, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich in einer Fernsehshow, in einer Talkshow erzähle. Jeder Sänger, ja, wenn er singt, nie kommt vor, dass jemand kommt mit einer Tafel, das ist schon vorbei. Ja? Nur wenn man Prosa singt. Das ist nicht richtig. Wir hatten schon Sänger hier, die haben geglaubt, sie singen und wir haben schon die Kameras abgeschaltet. Ja. Vielen Dank für den Besuch. Ja. Alles Gute. Eine Sekunde. Ephraim Kishon, meine Damen und Herren. Gleich aus der Schweiz, Pippi Lotti ist.